Und willkommen zur nächsten Episode in unserer Filmreihe zu Luis Buñuel. Heute schauen wir La Voie Lactée an, die Milchstraße von 1969. Und wir haben die große Freude, Nicole Candiola von Wien zu begrüßen heute, die zu dramaturgischer Pilger zwischen Gott und Maschine sprechen wird. Nicole ist schon bekannt im Filmmuseum. Sie hat letztes Jahr einen hervorragenden Vortrag zu Vera Chitilova gehalten und insbesondere zu diesem Film von Chitilova über Milos Forman und über das Verhältnis zwischen Chitilova und Forman. Und Nicole hat uns eigentlich eine ganze Konstellation von Coda, Chitilova und Forman dargestellt. Es war ganz spannend und wir sind deshalb sehr glücklich, dass sie wieder bei unserer Buñuel-Reihe sprechen kann. Sie ist eine Professorin für Filmwissenschaft an der Universität Wien, aber bleibt dieses Semester an der Goethe-Universität in Frankfurt, ist also das ganze Semester lang hier in Frankfurt, und das ist eine großartige Gelegenheit für uns, dass sie zu Buñuels Film sprechen kann. Heute ist die letzte Buñuel-Film bis Weihnachten. Wir kommen dann zurück im Januar für den Rest der Reihe, also bis also von Januar bis Juli werden wir den Rest der Reihe haben. Und ein kleiner Hinweis, wir machen wie normalerweise eine kleine Pause zwischen dem Vortrag und dem Film von ungefähr 10 Minuten. Der Projektionist braucht ein bisschen Zeit für die Umstellung der Technik, aber zum Glück gibt es eine Theke mit Getränken gerade draußen. Also alle sind eingeladen, Getränke zu kaufen draußen, bevor wir dann wieder starten mit dem Film. Und wie jedes Mal gibt es auch ein Gespräch mit dem Publikum und mit Nicole nach der Vorführung. Aber ich möchte Nicole zum Pult einladen, damit sie zu La Voie Lactée sprechen kann. Danke, Nicole. Und noch ein sehr spannendes Detail. Guten Abend auch von meiner Seite. Der Film heute Abend wird live untertitelt. Also große Aufregung da hinten, beziehungsweise wahrscheinlich wird das virtuell erledigt, ist auf jeden Fall was Besonderes, habe ich in der Form auch eigentlich noch nie erlebt. Gut, guten Abend, sehr verehrtes Publikum, liebe Studierende, liebe Kolleginnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich danke für die Einladung. Und ich spreche circa 30 Minuten lang, werde mich entlang bewegen an drei Themenkomplexen, die Sie hier lesen können, und zwar werde ich mich von Glaube, Wissen und Gender zu Glaube, Wissen und Zweifel hin zu Glaube, Wissen und Wunder bzw. Gott, Maschine und Wunder bewegen und werde anhand dieser drei verschiedenen Themenkomplexe versuchen, mich dem Werk La Voie Lactée Luis Buñuels zu nähern. Bitte sagen Sie mir, wenn ich zu laut oder zu leise spreche, das kann ich natürlich ganz einfach verändern. Je suis très imperméable à la dialectique. Ich bin unempfänglich für Dialektik, sagt Françoise Fabian in Eric Rohmers Film Ma nuit chez Maud 1969, dem dritten Teil der sechs moralischen Erzählungen, der im selben Jahr entstand wie La Voie Lactée. In Ma nuit chez Maud begegnet der katholisch-konservative Ingenieur Jean-Louis Trintignant jener verführerischen Frau zweifelhafter Moralität namens Maud, die ihm sein Freund und überzeugter Kommunist Vidal, dargestellt von Antoine Vitesse, vorstellt und verbringt eine Nacht mit ihr, ohne jedoch ihrer Verführung nachzugeben, wobei diese Verführung eine Unterstellung des Protagonisten an die Protagonistin ist. Der zitierte Satz fällt bei einem Abendessen, das den Rahmen für eine ausführliche Diskussion über Ehe, Treue, Moral und die Pascalsche Wette, also das zweckpessimistische Argument für den Glauben an Gott,
Darum geht es. Und in dieser Diskussion sprechen vor allem Trintignant und Vitesse, die einander ständig widersprechen und sich ins Wort fallen, während die schöne, verruchte, geschiedene Gastgeberin und alleinerziehende Mutter der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden ihr Ohr leiht, um das Gespräch schließlich durch ihre Bemerkung zu unterbrechen und mehr noch, würde ich sagen, um mit diesem Zitat den Akt der Konstruktion männlicher Subjektivität ein Stück weit zu unterbinden. Ich spekuliere jetzt mal transdiegetisch und frage mich, was passieren würde, wenn die Filmfigur Maud in La Voie Lactée auftauchte. Wäre sie ebenso unempfänglich für die dialektisch absurden Streitgespräche zwischen den vorwiegend männlichen Vertretern des Buñuelschen Figurenkabinetts? Vielleicht würde sie zumindest den satirisch beißenden Humor, der dem Romerschen Universum zugegebenermaßen doch eher fehlt, gutheißen. In dem homosozialen Setting des Films, in dem die wenigen Frauen klassisch zwischen Hure und Heilige mit Abstechern zur Kindfrau schwanken, wäre Maud aber vermutlich gar nicht so groß zu Wort gekommen, jedenfalls nicht, um einen so genialen Satz von sich zu geben wie den eingangs zitierten: Ich bin unempfänglich für Dialektik. Freilich, und das ist keine Überraschung für Sie, wird die Geschichte der katholischen Kirche, auf die sich La Voie Lactée bezieht, natürlich in einem von männlichen Stimmen dominierten Diskurs erzählt. Unter den großen Dogmatikern wie Heretikern, von den Päpsten, Bischöfen bis zu Priscillian und Pascal, gibt es wenig weibliche Diskursbeteiligung. Frauen stechen in dieser Geschichte vor allem als weniger durch ihren Intellekt hervor als durch Affekt. Als Gläubige, als Klosterschwestern oder etwas interessanter, als Mystikerinnen. Buñuel, dessen Filme den Einfluss der Psychoanalyse nicht leugnen können, war vermutlich mit den Schriften Jacques Lacans vertraut. Lacan hat sich ausführlich mit der Ekstase und Jouissance der großen Mystikerin Teresa von Avila beschäftigt, die ihm als Inkarnation der Hysterikerin galt. Und deren außergewöhnlicher Lebenswandel auch feministische Auseinandersetzungen mit ihr aus der Feder von Simone de Beauvoir bis Julia Kristeva inspirierte. In La Voie Lactée gibt Buñuel aber einer anderen Teresa den Vorzug, und zwar der frommen, naiven Justine Teresa des Marquis de Sade, deren Glaube durch die Folterungen und Quälereien des Marquis ihr sprichwörtlich ausgetrieben wird. Inwiefern Buñuels Film als Symptom oder als Kritik von Genderkonventionen und Heteronormativität zu lesen ist, kann nicht abschließend geklärt werden und ist auch nicht meine Absicht. Wie so oft in der Geschichte des Kinos und wie so oft im Film, einem Medium, das, ich paraphrasiere Alexander Kluge, in den Köpfen der ZuschauerInnen erst vollendet bzw. durch die Fantasie des Publikums belebt wird, ist die Sache natürlich komplizierter, als es dieser Einstieg und diese Gegenüberstellung vielleicht nahelegt. Viele der Filme, die wir in dieser Reihe sehen und bereits gesehen haben, geben viel zu denken über Genderkonventionen und Repräsentationen von Frauen in diversen Genre-Kontexten. Ich verweise nur auf die spannende Figur der Beauté, Schönheit, hier unten links in Un chien andalou. Heute müsste man diese Figur natürlich als queere Figur beschreiben, die Gender-Repräsentationen des Films gleichzeitig destabilisiert und hervorhebt, wenn man so möchte. Oder aber letzte Woche hier gesehen, The Young One, ein verblüffend emanzipatorisches Porträt einer jungen Frau, die sozusagen als intelligible Vermittlerin zwischen der brutalen Welt der sie umgebenden Männer und der Natur bzw. dem Transzendentalen sich einer sexistischen Objektivierung im Sinne eines Male Gaze nachgerade entzieht, haben wir letzte Woche hier ganz interessant diskutiert. Einen blinden Fleck weist La Voie Lactée meines Erachtens aber dennoch auf, und ich polemisiere jetzt ein bisschen, also absichtlich oder bewusst hier. So luzide Buñuel die antagonistischen Dynamiken zwischen Dogmatikern und Heretikern sowie den jahrhundertelangen Kampf um die Deutungshoheit zu zeigen vermag, so wenig gelingt es ihm meines Erachtens, jene Ideologie zu entlarven, die der Geschichte der katholischen Kirche wie der Kultur des Films zugrunde liegt, jene des Patriarchats.
Und man würde der Intelligenz Buñuels Unrecht tun, wenn man das so erklären würde, dass es sich lediglich um eine der Zeit entsprechende Misogynie handelt. Sein Interesse am Ketzertum, wenn Sie so wollen, an der Häresie, fokussiert eben nicht das Patriarchale, das vielleicht diesen Ketzerstrukturen zugrunde liegt, sondern fokussiert stärker die Autorität der Religion, des Religiösen. Komme zum zweiten Teil. Glaube, Wissen, Zweifel, Häresie als Heuristik. Im Rückblick hat Luis Buñuel seinen Film La Voie Lactée als den ersten Teil einer Trilogie bezeichnet, die der Suche nach der Wahrheit gewidmet ist und der auch die beiden wenige Jahre später gedrehten Filme Le Charme discret de la Bourgeoisie und Le Fantôme de la Liberté, der bereits gezeigt wurde, angehören. Zusammen mit den beiden Filmen mit Catherine Deneuve, dem zwei Jahre vorher gedrehten Belle de Jour und Tristana, zählen die Filme der Trilogie zur französischen Periode des Filmemachers, die mit Ausnahme vielleicht von Tristana durch einen nicht linearen, fragmentierten narrativen Stil gekennzeichnet sind, in dem komplexe narrative Muster und Figurenkonstellationen Zusammenhänge zunächst herstellen, um sie im nächsten Schritt zu unterwandern. Der Produktionskontext der Revolution Paris 68 kam Buñuel bei den Dreharbeiten zu La Voie Lactée, wie Jan Christie bemerkt hat, sozusagen dazwischen. Buñuel hegte durchaus Sympathie für die jungen Revolutionäre. Sprüche an den Fassaden der Straßen in Paris wie »Sei realistisch, fordere das Unmögliche, es ist verboten zu verbieten« erinnerten ihn natürlich an seine eigene Jugend, an die Surrealisten der 20er Jahre. Eine Geste der Sympathie an die junge Generation ist die Vision des jungen Pilgers im Film, der in einer Szene einem Tagtraum nachhängt, in dem der Papst durch eine Gruppe junger Revolutionäre erschossen wird. Das ist jetzt totaler Spoiler, es tut mir leid, aber so ist das in Filmeinführungen, das geht nicht anders. Interessant übrigens an diesen beiden Stills, ich entschuldige mich auch für die nicht besonders gute Qualität der Stills, interessant daran ist, dass wir hier tatsächlich an vorderster Front sozusagen hier natürlich eine junge Frau abgebildet sehen und möglicherweise deutet genau die Frau sozusagen den Paradigmenwechsel an, dem Luis Buñuel in den 60er Jahren in Frankreich beiwohnte. Die lebenslange Auseinandersetzung mit der Autorität der katholischen Kirche und dem christlichen Glauben war dem katholisch erzogenen Buñuel, der die Einsamkeit der Kloster liebte, in die Wiege gelegt. Auch wenn ich mich hier des Biografismus, Sie erinnern sich an den Einstieg von Vinzenz Hediger, Todsünde der Filmwissenschaftlerin, schuldig mache, durchzieht das Spiel mit Persiflagen, Zerrbildern Buñuels Leben und Wirken. Hier sehen Sie ihn rechts bei den Dreharbeiten zu La Voie Lactée, links kurz nach seiner Ankunft in Paris in den 20er Jahren, kurz bevor er mit Dali Un Chien Andalou gedreht hat. Falls Sie ihn nicht erkannt haben, er ist die Klosterschwester links. Eine Anekdote, die Carrière dazu erzählt, ist, dass in dieser Verkleidung ist Luis Buñuel mit einer Gruppe von Freunden, Freundinnen durch die Straßen von Paris gelaufen, berauscht in dem Gedanken, dass in Spanien zur selben Zeit ein solcher öffentlicher Auftritt zu einer Gefängnisstrafe führen konnte. Während in Paris die Situation eine andere war, der Mythos sagt, dass der Gruppe zwei Polizisten begegnet sind, die Buñuel mit einem Augenzwinkern begrüßten. Bonsoir, ma soeur, guten Abend, Schwester. Der Grat zwischen Persiflage und Hommage ist schmal, wie wir aus der Filmgeschichte wissen. Die ästhetischen und erzählerischen Strategien des einen wie des anderen sind nicht immer eindeutig voneinander zu unterscheiden. Ob La Voie Lactée als Persiflage oder als Hommage zu lesen sei, war eine Frage, die sich auch das zeitgenössische Publikum gestellt hat, wie in diesem Zitat Buñuels deutlich wird, indem er die Rezeption des Films beschreibt. Wie Nazarin rief der Film widersprüchlichste Reaktionen hervor. Carlos Fuentes sah in ihm einen antireligiösen Kampffilm, während Julio Cortázar sich zur Behauptung verstieg, der Film käme ihm vor, als sei er vom Vatikan bezahlt. Meiner Meinung nach war La Voie Lactée weder das eine noch das andere. Für mich ist er vor allem eine Wanderung durch den Fanatismus, bei der sich jeder gewaltsam und unerbittlich an ein Stückchen Wahrheit klammert,
bereit dafür zu töten oder zu sterben. Außerdem fand ich, dass der Weg, den die beiden Pilger zurücklegen, gleichermaßen für politische wie für künstlerische Ideologien stehen kann. Zitat Ende. Was gibt La Voie Lactée zu sehen und zu sehen auf, um den Aspekt der Interpretationsleistung des Publikums seitens des Filmpublikums auch zu betonen? Zwei moderne Pilger mit den französischen Allerweltsnamen Dupont und Duval, gespielt von Laurent Terzieff und Paul Francoeur, begeben sich auf eine Pilgerreise von Fontainebleau, eine Vorstadt von Paris, bis Santiago de Compostela, unter dem Namen Jakobsweg bekannten Pilgerweg. Schon der Titel La Voie Lactée konfrontiert Glaube und Wissenschaft, in diesem Fall Astronomie. Eine Opposition, Glaube und Wissenschaft, die für viele Filmkritiker im Zentrum ihrer Analysen des Films steht. Der Jakobsweg, der seit dem 11. Jahrhundert von Gläubigen aller Welt begangen wird, wurde eben auch als Milchstraße bezeichnet. Und das hat damit zu tun, dass die Jakobspilger im Mittelalter die Sternenspur der Milchstraße am nächtlichen Firmament sozusagen als Wegweiser gelesen haben, als Landkarte nutzten, also ein GPS avant la lettre, wenn Sie so wollen. Und daher sozusagen dieser Name Milchstraße für den Jakobsweg. Die beiden Pilger Duval Dupont starten in der Gegenwart, also in den 60er Jahren in Frankreich, und bewegen sich auf ihrem Weg nach Spanien durch verschiedenste historische Kontexte, leider nicht in chronologischer Reihenfolge, es soll nicht zu einfach werden, durch das Zeitalter Jesu Christi, das 4., 13., 17., 18. Jahrhundert. Und mit dieser Pilgerreisen-Time Machine begegnen wir in diesem pikaresken Road Movie, so hat es Ian Christie genannt, Heiligen, Dogmatikern, Heretikern, Gnostikern, von Jesus, Maria und dem Marquis de Sade über Inquisitoren, Jesuiten und Janseniten bis zum Oberhaupt der katholischen Kirche. Und Sie wissen, was dem passieren wird in Buñuels Film, dem Papst. Die Grundlage des Drehbuchs von La Voie Lactée sind die Wundererzählungen des frühen Christentums. Gedichte des kastilisch-spanischen Dichters Gonzalo de Berceo aus dem 13. Jahrhundert und eine europäische Geschichte der Häresie und der bereits erwähnte Skandalroman von Marquis de Sade, der im 18. Jahrhundert sämtliche christliche Moralvorstellungen auf den Kopf stellte, Justine oder das Unglück der Tugend von 1791. Ja, in Anbetracht des schieren Figurenarsenals nimmt es nicht Wunder, dass für die ersten Filmprojektionen eigens eine Infobroschüre angefertigt wurde, in der die historischen Formationen, die Namen, die Hintergründe der Figuren expliziert wurden. Leider habe ich diese Broschüre nicht, die hätte ich gerne gehabt für die Vorbereitung dieses Vortrags, um den Zuschauerinnen das Schauen des Films zu erleichtern. Trotz dieser sperrigen Rezeption, kann man sagen, jedenfalls als der Film erstmals erschienen ist, bezeichnete Jean-Claude Carrière diesen Film als Buñuels vielleicht wichtigsten Film, beziehungsweise sein filmisches Erbe. Und das hat vermutlich nicht so stark mit den Einzelaspekten dieser Streitgespräche zu tun, sondern damit, wie der Film insgesamt und unabhängig davon gelesen werden kann. So lustvoll die Entschlüsselung und die Aufdröselung dieser verschiedenen historischen Ebenen zweifellos für eine Theologin oder einen Spezialisten der Geschichte der katholischen Kirche sein mag, lässt sich der Film natürlich auch auf einer Metaebene der historischen Andeutungen lesen. Und hier wird er auch, denke ich, für ein nicht spezialisiertes Publikum interessant. Und zwar wie? Diese offenkundigen Anachronismen der Diegese entfalten in dem Film meines Erachtens ein Kontinuum, das von dem die Zeitalter überdauernden menschlichen Bedürfnis erzählt, Dogmen zu hinterfragen, Ideologien zu entlarven, Glaubenssätze zu erneuern. Häresie, also Ketzertum, fungiert hier als Metapher für die Faszination des Menschen für das Sublime, für Transzendenz. Häresie ist hier durchaus als eine systematische Methode der Kritik zu verstehen und als Heuristik, also vorläufige Position einer kritischen Auseinandersetzung, die auf grundlegende Fragen abhebt, wie: Was ist Glaube? Was bedeutet es überhaupt zu glauben?
Was ist Wissen? Was bedeutet es, zu wissen? In der Zeit der Umbrüche, der gesellschaftlichen Umwälzungen und revolutionären Aufbrüche in Frankreich und Spanien der 1960er Jahre stellen sich natürlich diese Fragen weiterhin. Umso mehr, als der kriegerische Nationalismus gerade in Spanien mit der Kirche gemeinsame Sache machte. Man denke hier an den Begriff des Nationalkatholizismo, des Nationalkatholizismus. Seine heutige Brisanz erhält der Film meines Erachtens in der Art und Weise, wie die Figuren des Films über religiöse Probleme und Dogmen diskutieren, wie die Eucharistie, die unbefleckte Empfängnis, Dreifaltigkeit, die Einheit Gottes. Und diese Probleme und Dogmen diskutieren, als wären es Fakten, die auf merkwürdige und unheimliche Weise die Debatten rund um Fake News in unserer Gegenwart in Erinnerung rufen. Ich komme zum dritten Teil meines Vortrags, der nach den Zusammenhängen von Religion und Technologie bzw. Wunder und Kino fragt und am Ende den Versuch eines queeren Reading des Wunders zur Diskussion stellt. Während in einschlägigen Analysen des Films auf die Problematisierung des Nexus Wissenschaft und Religion, Wissen und Glaube eingegangen wird und die Wunder, die uns La Voie Lactée zu sehen gibt, vornehmlich als surrealistische Effekte einer Montage gelesen werden, die vor allem von Buñuels ambivalenter Haltung zum katholischen Glauben zeugt, hat Libby Sexton in ihrer Analyse der beiden thematisch verwandten Filme Simone del Desierto und La Voie Lactée den Fokus auf den Zusammenhang von Wundern und der kinematografischen Technologie selbst gelegt. Sexton interessiert das Wunder als ein filmtechnisches Phänomen, verwandt dem Traum. Ein Phänomen, das in selbstreflexiver Weise auf das Medium des Films, stärker als auf eine Figur Gottes, verweist und das innerhalb des Mediums als Instrument der Störung linearer Erzählstrategien fungiert. Sie zeigt, also Libby Sexton, zeigt, dass die ambivalenten Darstellungen des Glaubens, die in den Wundern zum Ausdruck kommen, eng zusammenhängen mit den Mechanical Illusions, die das Kino erzeugt. Eingesetzt als filmtechnisches Mittel sei das Wunder stärker den Kunststücken des frühen Films verwandt, mit ihrer Nähe zur Attraktion, wenn man beispielsweise an Méliès denkt, stärker sozusagen diesem Kontext verwandt als dem religiösen Phänomen selbst. In ihrer Argumentation geht sie einerseits von der strukturellen Ähnlichkeit und der historischen Verbundenheit von Wunder und Kino aus und andererseits referiert sie auf eine Reihe von poststrukturalistischen Autoren, die das Wunder nach dem sogenannten theologischen Turn innerhalb der französischen Phänomenologie aus einem strikt religiösen in einen philosophischen Kontext übersetzt haben. In aktuellen Positionen der kontinentalen Philosophie aus dem Umkreis marxistischer Tradition beispielsweise kommt das Wunder aus politischer und ethischer Perspektive neu in den Blick. Für Alain Badiou und Slavoj Žižek ist es, ganz oben das Zitat, a symbol of revolution in the service of a repoliticized ethics. Auch der Vergleich der strukturellen Ähnlichkeiten von Wunder und Kino erhebt das Wunder zu einem medialen Dispositiv eigenen Wert, das mit dem Dispositiv des Films korrespondiert. Libby Sexton beschreibt mindestens 5 strukturelle Ähnlichkeiten von Wunder und Kino. Und zwar erstens, beide benötigen ein Publikum bzw. Zeuginnen, sowohl das Wunder als auch das Kino. Beide können die Gesetze von Zeit und Raum unterlaufen. Übrigens, der erste Punkt schließt schon den Traum aus, sozusagen, ja, in diesem Vergleich, während natürlich Punkt 2 Gesetze von Zeit und Raum auch im Traum unterlaufen werden können. Dritter Punkt, beide sind Produkte versteckter kausaler Zusammenhänge. Was ist damit gemeint? Das Wunder hat mit dem Philosophen David Hume einen Hidden Agent. Ja, wir wissen nicht sozusagen, wer das Wunder realisiert, exekutiert. Während der Film insofern seine kausalen Zusammenhänge versteckt, als er natürlich eine diegetische Illusion durch seine Continuity-Logik, durch die Erzählung dieser in einer Continuity-Logik aufrechterhalten möchte und die Tatsache seiner Konstruiertheit verdeckt.
Viertens, beide thematisieren einen Akt der Zeugenschaft, und zwar der Film durch seine historisch bekannte indexikalische Qualität als visuelle Evidenz aufgezeichneter Ereignisse. Und eine ähnliche Qualität hat mit Libby Sexton auch das Wunder, weil es macht sozusagen etwas Transzendentales visuell evident. Letzter Punkt, der Status der Zeugenschaft. Die Zeugenschaft des Wunders ist prekär, und zwar insofern, als ZeugInnen eines Wunders oftmals der eigenen Wahrnehmung nicht glauben können, dass sie wirklich dieses Wunder gesehen haben, beziehungsweise ihnen aus ihrer Umgebung nicht Glauben geschenkt wird. Und ebenso unterhalten die ZuschauerInnen zum Film auch ein ambivalentes Verhältnis, weil einerseits der Film Authentizität verspricht und andererseits die Zuschauer natürlich wissen, dass es sich um eine Illusion handelt. Also das heißt, die Zuschauer müssen glauben, bevor sie sehen können. Und das ist auch der Appell, der an Sie jetzt geht. Sie müssen glauben, bevor Sie sehen können. Und damit komme ich auch zum Schluss des Vortrags und wieder an den Anfang zurück. Nämlich nochmal zu Manuit Chaimaud. In Manuit Chaimaud entscheidet sich der strenggläubige Protagonist Jean-Louis Trintignant auf seiner Suche nach einer geeigneten Ehefrau gegen die libertäre, geschiedene und alleinerziehende Maud. Am Ende des Films, 5 Jahre nach der Nacht, in der sie nicht zum Paar wurden, begegnen sich Jean-Louis und Maud auf einem Strand in der Bretagne. Und in einem kurzen Gespräch zwischen den beiden wird klar, dass Maud ihren Ex-Mann nicht betrogen hat, wie Jean-Louis vorverurteilend annahm, und dass die moralisch integre Gegenspielerin Mauds, die er beim sonntäglichen Kirchgang kennenlernte und geheiratet hat, genau jene Frau ist, die Mauds Ex-Mann den Anlass zum Ehebruch bot. Romer zeigt hier, wie ich finde, auf sehr überzeugende Weise die enge Verstrickung eines heteronormativen Moralkodex, religiöser Sittlichkeit und stereotypischer Gender-Darstellungen. Vielleicht lassen sich vor dieser Folie die Wunder in La Voie Lactée ein Stück weit against the grain, als ein Moment lesen, in dem die Dekonstruktion von Glauben und Wissen, die Buñuel ja meisterhaft beherrscht, auch eine Dekonstruktion der diesen beiden zugrunde liegenden patriarchalen Strukturen beinhaltet. Wenn wir das Zitat von Žižek und Badiou ernst nehmen und das Wunder als a symbol of revolution in the service of a repoliticized ethics begreifen, wäre das ultimative Wunder in La Voie Lactée ja eines, dass die Position der Frau als subalternes Subjekt zur Sprache brächte oder zur Sprache bringt. Vielleicht haben Sie Lust bekommen nach diesem Vortrag, die Wunder, die Sie im Folgenden zu sehen bekommen werden, auch unter dieser Perspektive zu reflektieren. Jedenfalls verstehe ich meinen Vortrag als eine Einladung, das zu tun, und bin sehr gespannt auf die Diskussion mit Ihnen nach der Projektion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, gut. Danke, Nicole, erstmals für den Vortrag. Für ein paar großartig. Ich möchte vielleicht mit dem Ende beginnen, und nämlich diesen Text, den wir im Abspann haben. Alles kam direkt von den Quellen der Geschichte des Christentums. das schien also gleichzeitig sehr korrekt zu sein. Ich glaube, es gibt eine gewisse Treue den historischen Quellen gegenüber. Aber gleichzeitig kann man denken, dass es auch also gewisse Spielraum gibt für Buñuel, diese Quellen allegorisch zu nehmen oder ziemlich kreativ zu nehmen im Kontext des Films. Was würdest du dazu sagen?
Ja, das ist zu vermuten, dass er sich nicht ganz streng an diese Texte gehalten hat, aber doch wahrscheinlich zu einem sehr großen Teil. Und das Witzige an diesem Textinsert ist ja, dass wir das eigentlich so kennen, genau umgekehrt kennen. Nämlich dieses Textinsert dient ja oft dazu, zu sagen, dass alles, was wir in dem Film gesehen haben, der Fantasie des Filmemachers entspringt und reine Erfindung ist. Und hier passiert genau das Gegenteil. Also es wird uns bestätigt, dass all das, was wir hier gesehen haben, so fantastisch und so unglaubwürdig es wirken mag, der Realität entspricht, nämlich der Realität dieser Schriften, aus denen hier zitiert wird. Und das ist sozusagen dieser Trick, mit diesem Insert gemacht wird. Aber ich denke, es ist tatsächlich ein großer Teil der Texte, die wir hier hören. Natürlich betrifft es vor allem die Vergangenheit und nicht die Gegenwart, also nicht die modernen Pilger, sind tatsächlich Zitate aus kirchlichen Quellen, aus Kirchentexten oder eben Gedichten und dem Marquis de Sade. Sehr gut, was die Moderne betrifft, also es ist mir einfach eingefallen als Gedanke zum Film, aber wir wissen jetzt ein bisschen mehr von der vom, sagen wir, kommunistischen Engagement von Bunuel, vor allem in den 30er Jahren, aber er blieb ziemlich mindestens überzeugt eine Zeit lang, bis hin zu mindestens zu den 50er Jahren. Und es ist mir mindestens eingefallen, dass es auch eine große Allegorie für, sagen wir, diese internen Streite in der kommunistischen Bewegung sein könnte. Die Natur dieser Polemiken, dieser dogmatischen Streite und so weiter, dieser Fokus auf, was also für also externe Leute ganz, sagen wir, pedantische Frage erscheinen würden, fand ich eigentlich, also es ist mir eingefallen, dass es sehr viele Parallelen zwischen der Geschichte der katholischen Kirche und der Geschichte der also kommunistischen Bewegung sein könnte und dass ausgerechnet Bunuel sehr sensibel zu dieser Parallele sein können. Super interessant, ja, absolut. Das scheint mir sehr plausibel und vielleicht umso mehr als in dem Zitat, das ich vorgelesen habe, wo Bunuel auf die Kritik und die Rezeption seiner Zeitgenossen eingeht, er ja sagt, es geht einerseits um den Kampf, um die Deutungshoheit, um die Wahrheit, um die Suche nach Wahrheit. Und was wir sehen, ist letztlich könnte im Grunde auch die Auseinandersetzung mit jeder möglichen Ideologie, nicht nur der katholischen Religion sein, sozusagen. Insofern ist dem sehr zuzustimmen, was du sagst, dass es natürlich da auch um andere Dogmen gehen könnte, die vielleicht eben stärker mit Politik zu tun haben tatsächlich. Ja, genau, absolut. Vielleicht noch, also, oder stell dir eine Frage, ich würde gerne, weil das wirklich also sich beim erstmaligen Sehen nicht erschließt, einfach ein paar Aspekte noch kurz erklären sozusagen von diesen verschiedenen Backgrounds, mit denen wir hier konfrontiert werden und beginnen mit der sehr interessanten Figur des Priscillian, der im 4. Jahrhundert eine Sekte begründet hat. Das ist die Figur von Jean-Claude Carrière. Sie erinnern sich, der Mann mit dem Bart, der auf Lateinisch spricht. Und diese Gruppe, die wirken ja wie Hippies aus heutiger Perspektive, diese Gruppe SektenanhängerInnen um sich versammelt, die dann alle zum Beischlaf miteinander anregt. Ja. Und das Interessante an dieser Gruppierung beispielsweise ist, dass Priscillian gegen die Sklaverei war und für die Gleichberechtigung der Geschlechter eintrat. Ja. Also das ist eine spannende Figur, die wir hier sehen. Oder eine andere interessante Formierung ist dieses Duell zwischen Jesuit und Jansenist. Sie erinnern sich, das ist die Szene, wo sich die jansenistische Klosterfrau an das Kreuz nageln lässt und vor der Kirche bricht dann das Duell zwischen dem Jesuiten und dem Jansenisten aus. Und die Jansenisten sind ja im Grunde eine Abspaltung von den Jesuiten, einfach in einer noch strengeren Form der Praxis der katholischen Religion. Und hier ist auch natürlich interessant, wie Bunuel diese beiden in dieses Duell sozusagen zueinander bringt und letztendlich aufgrund einer
aufgrund des Verlaufs der Argumentation entschließen sie sich irgendwann dazu, doch nicht dieses Duell auszuführen und verlassen den Schauplatz doch wieder als Freunde. Und diese irgendwie auch, also ich glaube, Buñuel geht es auch darum zu zeigen, wie stark dialektisch geprägt diese Auseinandersetzungen sind, was für eine Lust am Argument und am Streiten auch darin steckt. Ja. Und viele von Ihnen haben ja auch während des Films mehrfach gelacht. Ich glaube, das ist auch aus heutiger Perspektive ziemlich lustig zu sehen. Und vielleicht haben manche von Ihnen an Life of Brian gedacht. Der zehn Jahre später gemacht wurde, tatsächlich Monty Python. Und es ist auch so, dass ich weiß jetzt nicht, wie der Regisseur von Life of Brian heißt, Sie wissen das sicher, jemand von Ihnen. Terry Gilliam? Genau, ich glaube, ja. Hat das auch bestätigt, dass er sich auf Buñuel bezogen hat, ja, dass diese Repräsentationen ihn total beeindruckt haben und sozusagen hier ja, Tribute gezollt wird. Das hatte ich nicht gewusst. Ich frage mich, vielleicht weißt du, ich habe also keinen persönlichen Hintergrund im Katholizismus. Ist jemand wie Priscillian gekannt in der katholischen Welt? Ist das ein Name, der etwas sagt für ein katholisches Publikum? Also ich meine, Jansenisten und Jesuiten, das kennt man ein bisschen, aber Priscillian ist mir total unbekannt eigentlich. Also ich oute mich jetzt Figur. Als Abgängerin einer katholischen Schule, Mittelschule, und mir war der Name völlig unbekannt. Also ich habe das erst durch Buñuel erfahren, wer Priscillian ist, aber vielleicht gibt es im Publikum da Spezialisten oder Kundige. Also war mir unbekannt. Oder zum Beispiel auch, was mir auch nicht so bekannt war, war diese große Bewegung der Antitrinitarier, also der Heretiker, die an der Trinität gezweifelt haben. Das sind die zwei Männer mit dem Esel, die dann die Einheit Gottes sozusagen fordern oder dieses Dogma einfordern. Also auch das, ja, ein spannender Aspekt dieser Geschichte. Wagen, ja. Ich glaube, wir haben eigentlich keinen. Ja, also erstmal vielen Dank. Ich hätte zwei Punkte. Also das erste ist ja das Argument von Desart in Bezug auf das barbarische Christentum, was ja vollkommen richtig ist. Und wenn man sich anschaut, der Film heißt ja, die Milchstraße sozusagen, der Pilgerweg ist das ja. Ja, und das ist ja das Problem bei den Monotheismen, dass sie natürlich im Gegensatz zum Griechentum keine Polytheisten sind. Also die Griechen verbrennen keinen. Ja, wenn im Griechentum, und deshalb darauf will ich jetzt kommen, wenn man dort von Wunder reden würde, macht eigentlich gar keinen Sinn. Ja, weil es gibt ja einen Mythos, es gibt die Götter oder die Variante Platon, Philosophie, Wissenschaft. So wird dort etwas erklärt, was irgendwie seltsam ist. Die Religion darf das natürlich nicht machen, sonst kollabiert das ganze System der Religion. Ja, die Religion muss sozusagen sowas haben wie Wunder. Und jetzt kommt der nächste Punkt, die Spiegelfechterei, die wir gesehen haben zwischen Jansenist und Jesuit, zeigt ja, dass sozusagen es gar nicht so sehr vielleicht um Wahrheiten geht, sondern einfach um Ideologien, um Phrasen, um Dogmen. Die müssen absurd sein, weil ich brauche ja einen Gegner, ich brauche ja einen Feind, also im Sinne von Carl Schmitt. Ja? Ich muss ja, um Souveränität zu demonstrieren, um jemanden umzubringen, muss ich jemanden ausschließen. Ja? Frauen, Schwarze, Schwule, wen auch immer. Ja? Dann habe ich die Legitimation, jemanden umzubringen. Das ist die Lizenz, die Religion gibt. Ja? Ich darf Leute umbringen. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was Dostojewski sagt. Dostojewski sagt, also weil es keinen Gott gibt, sozusagen ist alles erlaubt. Aber Žižek, den du vorhin erwähnt hast, sagt ja genau das Gegenteil. Wenn es einen Gott gibt, ist alles erlaubt. Er vergisst nur das dran zu hängen, dass ich brauche das Verbot. Also ich muss es so absurd formulieren, letztendlich in der Religion, damit ich Begründungen dafür habe, dass ich jemanden umbringen kann, jemanden exkommunizieren kann und so weiter und so fort. Aber wie wir wissen, es geht ja eigentlich nur darum, Leute auszubeuten, ja? Also genau wie die Pilger sozusagen Dinge klauen und so weiter und so fort und natürlich von Anfang an Betrüger sind, sie laufen nicht den ganzen Weg, sie nehmen das Auto und so weiter und so fort, sind natürlich die Priester auch alle Betrüger und so weiter, jeder beutet sich aus sozusagen, jeder ist zynisch
und die wissen alle, dass es falsch ist, sie machen es trotzdem. Sie benutzen nur die Phrasen aus der Bibel oder aus der Politik oder wo auch immer, um einander auszubeuten. Und es muss halt eine Absurdität da drin sein, oder man muss, es wird ja wörtlich auch gesagt im Film, du musst die Wunder glauben, du musst das Dogma glauben, ja, denn sonst kannst du nicht Teil von uns sein, unserer Mafia sozusagen oder des Status oder wie auch immer, der die Leute halt ausnimmt, ja. Und ich glaube, das erscheint mir in dem Film eigentlich sehr schön angezeigt. Und deshalb nochmal, also Verteidigung von Griechenland aus meiner Sicht indirekt bei ihm, ja. Denn dort ist halt auch viel mehr erlaubt, ja. Also Dionysos und so weiter ist eine griechische Figur, ja, die Saturnalien, die Orgie, das ist alles sehr Griechenland, ja. Das ist nicht Katholizismus, ja. Der Katholizismus muss sozusagen gegen, oder Religion, die Religion muss immer gegen sozusagen den Trieb angehen, und das ist natürlich, das sorgt dann für Religionskriege, Massenmorde und so weiter. Ja, vielen Dank für den super interessanten Kommentar. Absolut, das ist eine, glaube ich, sehr kluge Beobachtung. Interessant auch der Hinweis, dass natürlich eben die griechischen Götter und diese Mythen Griechenlands absolut nicht im Zusammenhang mit Wunder gebracht werden können. Das ist total interessant, und man hat Lust, diese Mythologie neu zu lesen, um zu gucken, was mit Dingen wie Kronos gebiert, seine Kinder aus dem Kopf, ne? Inwiefern das auch, also es ist kein Wunder in dem Sinn, aber inwiefern das vielleicht auch so ein transzendentales Moment hat. Aber das ist, darüber muss ich nachdenken, das finde ich super interessant. Trotzdem noch eine Sache, die Sie gesagt haben, das würde jetzt aber schon, also ich lese Ihren Kommentar ein Stück weit auch so, dass Sie sagen würden, dieser Sexismus, ja, den wir hier im Film sehen können, wenn wir ihn sehen wollen, ist eher Produkt des katholischen Glaubens oder vielleicht der Geschichte der katholischen Kirche, würden Sie sagen, wenn ich Ihnen das in den Mund legen darf, als jetzt eine Buñuelsche Fehlleistung oder Buñuelscher blinder Fleck oder wie auch immer ich das in meinem einleitenden Kommentar genannt habe. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu kompliziert zu dieser Stunde und in diesem warmen Raum. Aber wissen Sie, wie ich meine? Also würden Sie das so sehen, dass das quasi, also weil Sie gesagt haben, der andere, das Othering, schwarze Frau, Schwule, muss sozusagen hier geothert werden, exotizisiert werden, das wäre eher ein Produkt, das eng zusammenhängt mit dem katholischen Glauben und weniger ein Sexismus von Buñuel. So, ja. Ja, interessant. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist eine total interessante Frage. Weitere Fragen vom Publikum? Ja, Michael. Das Leben des Brian habe ich gar nicht gesehen und ich werde mir den Film auch nicht anschauen. Stattdessen würde ich den Film viel eher neben Pasolinis Film Il Vangelo Secondo Matteo stellen. Und das ist ein Film, der wirklich vom Vatikan, so viel ich weiß, bezahlt wurde. Und es ist trotzdem ein revolutionärer Film. Das heißt, Jesus Christus wird da als revolutionär dargestellt. Und die Wunder in dem Pasolini-Film, die werden zitiert, ohne dass man daran glauben muss. Aber die Religion wird als ein Feld des Klassenkampfes dargestellt. Sagen wir, die Philosophie ist das Feld des Klassenkampfs im bürgerlichen Zeitalter, dann im Mittelalter, in dem die Philosophie zurückgedrängt ist, als die Dienstmagd der Theologie, ist die Religion stattdessen das Feld des Klassenkampfes. Und insofern würde ich sagen, dass Buñuel in diesem Film den Materialismus nicht abgelegt hat, sondern für die spanischen Verhältnisse, wo das Mittelalter bis zum Tode Francos andauert sozusagen, den Antagonismus der Gesellschaft eben auf dem Feld der Religion fortführt. Ja, spannend. Man geht vielleicht ein Stück weit in die Richtung, dass man eben auch andere Ideologien mit diesem Film lesen kann oder sozusagen kritisch lesen kann. Das, was du vorhin gesagt hast, eben dieser,
die Schismen im Kommunismus sozusagen darin auch ein Stück weit reflektiert werden. Interessant, ja, der Aspekt des Klassenkampfes, den könnte man vermutlich auch in diesem Film natürlich stellenweise sehen, absolut. Ja. Also das würde ich auch sehen. Vielleicht nochmal zu diesen beiden Duval und Dupont, ne? Diese zwei Prolo-Hackler, also Verzeihung, mein österreichisch, Typen, die hier, die sind ja auch extrem interessant, ne? Weil die diese Pilger, die weder an Gott noch an Wunder glauben, die ja auch mehrfach gleich in der ersten Szene mit Alain Cuny Gott begegnen. Sie erinnern sich, man sieht ihn dann mit dem Sohn und der Taube ganz am Anfang sich entfernen. Kurz darauf begegnen die beiden dem jungen Kind, also auch hier könnte man sagen Sohn Gottes, Jesus mit den Wunden, der das Auto für die beiden anhält. Und sozusagen jedes Wunder, das ihnen begegnet auf ihrem Weg, wird von ihnen mal ganz kategorisch nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Und trotzdem sind sie allerdings die beiden Figuren, die am meisten zu sehen bekommen. Also man könnte sagen, die am meisten Erkenntnisgewinn haben in dem ganzen Film. Und noch dazu, die wirklich eine große Distanz hinter sich bringen, die eben nicht stehen bleiben in ihrer Entwicklung, könnte man sagen, wie die Heretiker oder die Dogmatiker, sondern die sich weiter bewegen und sehr weit bewegen. Also insofern finde ich diese, was ich in dem Vortrag als Häresie, als Kritik beschrieben habe, trifft auch auf die Pilger zu, die in ihrer Skepsis ja eigentlich genau in so einer abwartenden Haltung auch immer bleiben. Und nicht bereit sind, sofort zu glauben, was ihnen begegnet. Ne? Und diese letzte Szene, möchte ich, vielleicht haben Sie noch andere Fragen dazu. Andere Frage, ja, ganz hinten, ich springe das Mikro. Ja. Ja, ich habe mich während des Films schon gefragt, warum Sie den Žižek damit reingebracht haben am Ende ihres Vortrags. Also es könnte ja sein, vielleicht wegen der Ähnlichkeit einer der beiden Clochard-Figuren. Aber wahrscheinlich ist das nicht der Grund. Ich muss sagen, dass ich finde, dass sie sich da so ein bisschen doch auch von der Gläubigkeit noch haben treiben lassen mit dieser These. Denn ich glaube, es ist schlichtweg umgekehrt, dass Buñuel sich über die Wunder des Glaubens genauso lustig macht wie über die Wunder des Kinos. Insofern sehe ich gar keine Engführung zwischen Wundern, sondern eine Engführung zwischen der Satire beider. Interessant, ja. Sicherlich, absolut, natürlich. Ich meine, es gibt verschiedenste Rezeptionsweisen. Das war sozusagen eine, die ich zur Diskussion gestellt habe. Ja, ich meine, eine Engführung. Wie gesagt, ich glaube, der Aspekt von Hommage und Persiflage hängt eng zusammen. Und natürlich wäre es denkbar, dass sich Buñuel gleichzeitig lustig macht und gleichzeitig affiziert ist in irgendeiner Form davon. Ja? Oder das Wunder eben doch, deshalb habe ich Žižek verwendet, als eine revolutionäre Kraft versteht, die nicht nur die Sprache des Kinos ganz fundamental in sich erschüttern kann, sondern eben auch die Religion an sich sozusagen immer wieder in einen Druck bringt, zu erklären, zu argumentieren, zu bezeugen. Ja? Aber ich meine, es ist vielleicht ein Blick aus zwei verschiedenen Richtungen auf ein Phänomen sozusagen. Ja, genau. Und Žižek, ich bin ein Fan von Žižek. Einige wissen das hier. Ich warte nicht eine Antwort zu dieser Frage, aber ist für Buñuel dann das wahre Wunder eigentlich das Kino am Ende. Also das ist, wo es wirklich Wunder gibt. Obwohl ich sagen muss, in seinen Interviews sieht man so eine Begeisterung für das Kino nicht wirklich, also so eine exzessive Begeisterung, sagen wir, für das Kino. Nicht so viel eigentlich. Er bleibt ein bisschen ironisch irgendwie. Also er hat zum Beispiel, er war Assistent bei John Epstein und bei John Epsteins könnte man das eigentlich behaupten, dass für ihn das Kino das ein wahres Wunder ist.
Ich bin nicht sicher bei Bunuel, man könnte das behaupten mit diesem Film. Allein mit der Begeisterung für das Fotogenie, ne, dieses Spezifikum des Kinos, überhaupt absolut, stimmt total. Ja, ich meine, ich bin überhaupt keine Bunuel-Spezialistin, insofern kann ich mir das nicht anmaßen, das zu beantworten. An irgendeiner Stelle hat er, und da habe ich dieses Stichwort des Taumaturgischen eigentlich von ihm einfach abgekupfert, hat er gesagt, dass das Kino eine taumaturgische Kraft hätte, taumaturgisches Potenzial hätte. Taumaturgisch bedeutet wunderschaffend oder wundertätig. Also insofern gibt es da schon, glaube ich, eine Begeisterung. Und auch eine Aussage, die von Buñuel stammt, ist, dass er gesagt hat, es wäre so toll gewesen, wenn wir das Kino schon viel früher gehabt hätten. Stellen Sie sich Filme vor über die Französische Revolution etc. Es wären großartige Filme gewesen, die in dieser Zeit schon entstanden wären. Also auch da, dem könnte man gewisse Begeisterung für das Medium ablesen. Aber da. Aber das mag er in diesem Film irgendwie. Ja. Er mag Filme von früheren Zeitaltern eigentlich in ziemlich dokumentarischer Weise. Ja. Und ich war eigentlich, also ich fand es eigentlich interessant, dass der Anfang des Films wirklich wie ein Dokumentarfilm wirkt. Wir sehen die Landkarte, das ist ein sehr, also fast klischeehafter Anfang für Dokumentarfilme. Wir haben diese Off-Stimme, sehr autoritativ irgendwie. Und das erinnert mich ein bisschen an Lasudes. Und das zeigt eigentlich auch, also diese, ich glaube, das ist auch ein Zitat von Buñuel, dass Spanien ein Land, das noch im Mittelalter ist. Das war ein Zitat von den 30er Jahren, aber es gilt, also wir sind immer noch unter Franco hier. Das Spanien, das wir sehen, ist immer noch das Spanien von Franco. Ist immer noch irgendwie ein Land, das im Mittelalter leben muss. Und das ist ein Dokumentarfilm zum mittelalterlichen Spanien irgendwie. Genau, ja. Aber eben aus den 60er Jahren gedreht sozusagen. Ich glaube, die Fantasie von Buñuel war, wir hätten Filme ausgesehen, die im 17. Jahrhundert produziert worden wären sozusagen. Ja, absolut. Ja. Da ist noch eine Frage. Warte. Okay. Also es ist vielleicht keine Frage, sondern ein Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Also ich habe den Film mit so einem gewissen Wehmut gesehen. Ich komme schon aus der arabischen Welt. Und da habe ich gedacht, so ein Film kann dort nicht gemacht werden heute, nicht gezeigt. Und war für mich die Frage, warum eigentlich nicht? Ja? Obwohl es gab natürlich auch viele Bewegung auch innerhalb der Religion etc. auch sehr interessante spirituelle Revolutionäre, was auch immer, ja. Also das ist nicht so, dass es jetzt und dennoch Intellektuelle können und dürfen sowas nicht machen heute, weil sie ihr Leben riskieren. Und wenn sie sich mit solchen Themen befassen wollen, und das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, dann müssen sie sozusagen westliche Werke oder Übersetzung oder so, um sozusagen sagen, das ist nicht von uns, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Und vielleicht die Frage, wie war hier die Reaktion auf solche Filme auch hier in Europa damals, war das so reibungslos? Konnte man sowas ohne weiteres zeigen? Ja, danke für diese politisch immens wichtige Bemerkung, absolut. Ja. Es wäre interessant, sich die arabischsprachige Welt und die Filmgeschichten anzuschauen und zu suchen nach Filmen, die vielleicht in eine ähnliche Richtung früher gegangen sind, 70er Jahren, 80er Jahren möglicherweise würde man da fündig. Was die Reaktion des Publikums betrifft, also ehrlich gesagt, der Film wurde sehr verhalten aufgenommen, also ohne große Begeisterung, weder auf Seite der Kritik noch auf Seite des Publikums. Was vermutlich schon mit der schieren Überforderung auch zu tun hat, die dieser Film einfach darstellt. Ja. Also nicht jeder hat vielleicht Lust, sozusagen diese Rätsel zu entschlüsseln, die er aufgibt. Und wenn Sie an Le Fantôme de la Liberté denken, der auch Teil dieser Trilogie ist, und Le Charme, Discret de la Bourgeoisie, das sind doch beide sehr viel zugänglichere Filme, würde ich sagen. Also mehr Genaueres weiß ich eigentlich nicht zur Rezeption. Weißt du da noch mehr drüber?
Also was ich sagen würde, ich glaube, er hatte Probleme mit der Rechte, mit der Kirche in den 30er Jahren mit seinen Firmen. In den 60er Jahren viel weniger. Aber also es gab andere Beispiele, wie zum Beispiel, also Evangelo von Pasolini war ein bisschen bewilligt von der katholischen Kirche, aber ein früherer Film von ihm, La Ricotta, sein Kurzfilm, der also die Hinrichtung von Christi darstellt, oder also die Verfilmung der Hinrichtung von Christi darstellt, wegen dieses Films eigentlich wurde Pasolini bestraft durch Blasphemie. Ich glaube, er hatte sogar ein Urteil von 4 Monaten für den Film. Das war, glaube ich, 63, also nur 6 Jahre vorher. Das war in Italien natürlich, aber in Europa. Je vous salue Marie von Jean-Luc Godard 1985 war zensiert in Italien auch. Also es durfte nicht gezeigt werden. Das heißt, also es gab noch diese Geschichte der Zensur in Europa bis hin zu den 80er Jahren. Und ich glaube, der späte Buñuel von den 60er Jahren hat das ein bisschen entfliehen können. Wegen seines Rufs als großer Ironist irgendwie. Also immer, also ja, das ist Buñuel. Er verspottet uns, aber er meint das nicht so ernsthaft. Er macht das immer mit einem Lächeln und deswegen sind wir nicht so böse mit ihm. Ich vermute nur die Haltung. Aber es war, also das andere, also die andere große Frage der Zensur ist eigentlich auch die politische Zensur unter Franco. Ich fand das auch sehr ironisch, diese Szene mit den 2 Polizisten, die sind frankistische Polizisten am Ende. Und es gibt, das ist ein großer Witz von Buñuel eigentlich, wo sie sagen, also am Ende des Films, was macht ihr denn da mit diesem Schinken und so weiter? Habt ihr das verkauft? Dann gehen wir weiter. Das würde niemals passieren mit der faschistischen Polizei und 2 Obdachlosen mit offensichtlich geklauten Objekten. Und das war schon der Witz von Buñuel. Das Publikum weiß das auch. Es gibt so viele Geschichten von Ironie in einer solchen Szene, dass er irgendwie dann eine ernsthafte Zensur vermeiden kann, glaube ich. Doch sehr plausibel. Ich glaube auch, es ist sowohl die Sprache als auch die Bildsprache, also die wörtliche Sprache und die Bildsprache sind so komplex und so vielschichtig, dass es schwer ist, wahrscheinlich daraus wirklich eine Anklage zu formulieren sozusagen. Das Einzige, was ich erstaunlich finde, ist das Bild des erschossenen Papstes. Schockiert mich 2022 durchaus, weiß ich nicht warum, vielleicht wegen meiner Schulbildung, von der ich vorhin kurz sprach. Also das ist interessant, ja, dass das ein Bild ist, das sozusagen zensuriert wurde in den 60er Jahren. Vielleicht sind wir heute sensibler der politischen Gewalt gegenüber als damals. Und das passiert ständig bei den späten Filmen von Buñuel, wo wir extreme politische Gewalt sehen, auch mit einer gewissen Ironie. Und das war auch belacht beim Publikum damals. Aber ob das jetzt vielleicht viel ernsthafter vom Publikum betrachtet wird, also hinsichtlich all was passiert ist in den letzten Jahren mit politische Gewalt, ich weiß nicht. Aber es ist eine interessante Hypothese auf jeden Fall. Das müssen wir die Studierenden fragen. Vielleicht jetzt, gibt es letzte Fragen oder Bemerkungen? Genau. Ja, Micha. Wenn ich das nicht verwechsle, dann Isabella von Avila, die erwähnt wurde, die
bespricht sich mit einer Freundin und sie schmiedet den Plan, dass man das Mittelmeer überquere und dann bei den Heiden, bei den Arabern, dann fällt man vor ihnen auf die Knie und bittet sie, dafür zu sorgen, dass man das Martyrium erleidet, um direkt in den Himmel zu geraten. Einerseits ist das, erscheint das naiv dann, und andererseits ist da diese Wörtlichkeit dabei. Das unterscheidet sich von der filmischen Diegese. Das heißt, der Film ist dazu in der Lage, uns das Wunder einer Erscheinung der Heiligen Jungfrau auf der Leinwand direkt vor Augen zu führen. Und wenn wir das anschauen aus dem Kinosessel heraus, dann haben wir, anders als Isabella, jetzt, wir sind nicht bereit, für diese Vision unser Leben aufs Spiel zu setzen. Und andererseits haben wir dann aber diesen, wir sitzen hier im Kinosessel mit der Haltung des Suspense of Disbelief. Das heißt, einerseits sind wir uns bewusst, das ist bloß eine Diegese, und andererseits stecken wir doch in der filmischen Illusion drinnen. Und im Unterschied dazu, Buñuel kommt aus einem Land, wo dieser Film wahrscheinlich zu strafrechtlicher Verfolgung führen würde zu dem Zeitpunkt. Aber Frankreich ist ein ganz anderes Land. Im Land Voltaires kann der Film auf jeden Fall gezeigt werden. Die katholische Kirche ist getrennt vom Staat. In Frankreich gibt es, anders als in Spanien oder anderen habsburgischen Ländern, Österreich eingeschlossen, Laïcité. Und doch gibt es Stücke von Voltaire, die heute nicht in Frankreich gezeigt werden könnten. Nicht, weil Blasphemiegesetze dem gegenüberstehen würden, sondern weil die Reaktionen, die bestimmte Stücke von Voltaire hervorrufen würden, wahrscheinlich die Polizei auf den Plan rufen würden. Wenn man die Theologie nochmal als das Feld des Klassenkampfs betrachtet, dann hat ja in den habsburgischen Ländern Spanien, Österreich, Italien die offizielle Kirche gesiegt. Aber in Deutschland, England und so weiter ist das anders. In England gibt es den Gegensatz zwischen High Church und dann der Kirche von unten. Und ich würde sagen, dieser Antagonismus wird in dem Film ausgetragen. Es gibt da diesen Bischof, der den Ketzer noch ausgräbt und dann auf den Scheiterhaufen verbrennt. Und andererseits gibt es diese kloscherhaften Gestalten, die uns als Penner erscheinen, die aber doch ein aus religiöser Sicht legitimes Anliegen verfolgen, nämlich nach Santiago de Compostela zu pilgern. Und ich weiß nicht, da gibt es eine Regel, man darf nur zu Fuß unterwegs sein. Vielleicht darf man auch mit dem Fahrrad unterwegs sein, vielleicht auch einen Esel in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, wenn man per Anhalter fährt, dann verletzt man die Regeln irgendwie. Das heißt, mit diesen zweifelhaften Pilgern, als Zuschauer wird man in so eine Komplizenschaft hineingezogen. Einerseits geht man mit denen mit und hofft, dass die nach Santiago de Compostela kommen. Und andererseits ist der Weg, den sie dorthin zurücklegen, interessanter als das, was sie dann dort auf dem Ziel erwartet. Nur ganz kurz zum Anfang von dem, was Michael gesagt hat, weil er auf Avila angesprochen hat, weil du den Punkt hattest mit Sexismus bei Buñuel. Also hier haben wir das typische religiöse Schema wieder: Leiden ist gut. Ja? Positivierung des Negativen, in anderen Worten, das ist natürlich, heute würde man es übersetzen in Sadomaso oder wie auch immer, ja, ist immer dasselbe Spiel. Und natürlich will die Frau das auch, ja. Ist egal, ob es ein Mann oder Frau ist. Und ich glaube, das ist schon die Position von Surrealisten, ja, auch von Romantikern übrigens. Ja, der Surrealismus hat ja wahnsinnig viel mit der Romantik zu tun, kommt ja aus der Romantik und aus Desart. Und das, also das nochmal zu diesem Punkt, also was ist die Position eigentlich von Buñuel selbst? Und ich glaube schon, dass er genau deshalb die Institutionen anklagt in unserer Gesellschaft oder sich über sie lustig macht, die sozusagen das nicht vertreten. Ja? Also die Triebstruktur sozusagen muss so geändert werden, dass auch ich jemanden ausgrenzen kann.
ja, aufgrund seiner Sexualität, die halt nicht bei mir reinpasst, ja. Ich habe halt nur eine bestimmte Sexualität. Wurde ja auch explizit angesprochen in dem Film, heißt es, also was für eine, darf ich überhaupt sozusagen Sexualität haben, wenn ich verheiratet bin und so weiter und so fort, ja. Das sind ja genau diese Themen. Und ich glaube, das, also da nur zu dieser Position, ja, als Anarchist, wie es Buñuel ist, ja, muss ich natürlich sozusagen sagen, das ist ein totaler Unsinn alles, ja. Und das dient nur dazu, Leute auszugrenzen. Ein kleines Kommentar zu Frankreich und dann überlasse ich dir das Wort, Nicole. Es gab aber einen sehr berühmten Fall von einem Film, der in Frankreich zensiert wurde, wegen Blasphemie, nämlich die Verfilmung von La Religieuse von Diderot, von Jacques Vette, 1965. Und das war also weil das eine also Beleidigung der katholischen Kirche betrachtet wurde durch die Regierung und der Kulturminister derzeit war eigentlich André Malraux. Das war ein Riesenskandal, dass er das bewilligt hat. Und dass man Diderot verbieten würde, also eine Verfilmung von Diderot verbieten würde. Also es ist gar nicht so unvorstellbar in Frankreich, auch von diesem Zeitraum zumindest. Aber Nicole, ich wollte das nur sagen, war das ja, ein sehr berühmter Fall war eigentlich. Super interessant. Ich habe keine Antwort zu geben. Ich nehme sozusagen die Kommentare als interessante Anregungen mit. Ich würde vielleicht, also ich bleibe irgendwie bei der Auffassung oder bei der Wahrnehmung, dass es einen Unterschied macht, ob wir hier männliches oder weibliches Leiden sehen. Und nicht, weil es essentiell unterschiedlich ist, sondern weil es, glaube ich, anders eingesetzt wird, sowohl in der Narration als auch in der Argumentation des Glaubens sozusagen. Ja. Also das scheint mir so eng verschränkt zu sein, ja. Eben patriarchale Strukturen, wo ganz klar ist, dass die Vernunft, die Ratio, das Wort von einer männlichen Stimme getragen wird, während Frauen sozusagen Dekoration sind etc. Ja. Also ich glaube, das mag absolut natürlich geschuldet sein der Zeit und tatsächlich der Entwicklung der römisch-katholischen Kirche, aber ich denke, es ist trotzdem auch etwas, was Buñuel hier auch gar nicht groß in Frage stellt. Ne? Also zum Beispiel Priscillian nochmal als letztes und ich glaube, wir sollten um 11 Uhr aufhören. Das Licht geht schon aus. Das Signal. Priscillian, der eben als einer der frühen Ketzer, Heretiker sich für die Gleichberechtigung der Geschlechter eingesetzt hat. Das ist total interessant, wie Buñuel diese Frauen hier in Szene setzt, ne, aus dieser heretischen Gruppe. Nämlich wählt er ganz klar dieses Bild doch der sehr sexualisierten Frauen auch, die wir halbnackt dort herumlaufen sehen. Sie sprechen auch, sie beteiligen sich am Diskurs, aber sie sind auch ganz klar sozusagen in einer sehr klassischen Art und Weise objektiviert. Und das meine ich, wenn ich sage, diese Chance hat Buñuel nicht ergriffen, daran auch irgendwie was auszuhebeln, an dieser klassischen Geschlechterrepräsentation. Ich meine, dass wir Delphine Seyrig hier am Schluss sehen, die großartige Schauspielerin, Ultrafeministin in Frankreich, die in so vielen Filmen von Marguerite Duras mitgespielt hat, als Prostituierte, die wirklich ihre einzige Aufgabe ist, das zu zitieren, was Alain Cuny am Anfang sagt, das zerbricht mir das Herz. Ja. Kurz danach hat Delphine Seyrig einen ganz wichtigen Dokumentarfilm gedreht über die unmöglichen Arbeitsverhältnisse für weibliche Schauspielerinnen in Frankreich. Das ist an Buñuel vorbeigegangen. Ist auch in Ordnung, aber ich muss das heute sagen. 2022. Es ist wichtig. Ja, das war eine verpasste Gelegenheit für Buñuel, wenn er mit jemandem wie Delphine Seyrig arbeitet. Und dieser Intelligenz, die er hatte, werfe ich ihm das ein bisschen vor. Aber ich finde, in anderen Filmen eben ist das ja durchaus. Es gibt fast ein Zitat. Übrigens, also wir werden bald gehen, aber es gibt fast ein Zitat von The Young One in Le Valak. Ich habe es nur bemerkt, weil wir The Young One letzte Woche gesehen haben. Aber es gab diesen Moment in der Taverne, wo der Mann sagt: Was, wenn ich die Heilige Maria heirate? Und das ist also fast wortwörtlich ein Zitat von The Young One, also wahnsinnig.
Absolut. Ja, und Priester sagt, ja, das wäre dann etwas anderes. Also wenn es um Heirat geht, dann müssen wir das zusagen oder zulassen. Okay, gut, vielen Dank, Nicole. Das war ein großartiger Vortrag und hoffentlich auch ein sehr fruchtbares Gespräch. Nachher, ja, wir machen jetzt eine kleine Pause für Weihnachten und dann sind wir zurück irgendwann im Januar. Das exakte Datum ist momentan nicht in meinem Kopf. Aber vielen Dank. Sich auf der Homepage und, vom Präsidium. Ja, genau. Vielen Dank an Sie alle. Und bis Januar, alle, wo wir weitermachen werden.